zweimal. Was ein Spiel, liebe Gäste, unglaublich. Ich bin fertig, geil, ein Derby zu gewinnen. Noch viel cooler, den Derby-Sieger-Trainer neben mir zu haben. Ingo Enzke, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. Von Anfang an wirklich volle Pulle Basketball gespielt und am Ende dann einfach den Sack zugemacht. Kann man so einfach sagen, oder wie fällt dein Fazit aus? Wir machen jetzt die Quan. Probier's jetzt mal. Angeblich bin ich ja kein Enthusiast und das werde ich auch jetzt wieder unter Beweis stellen. Das ist momentan, wie sagt man so schön, eine Momentaufnahme, mit der wir natürlich sehr glücklich sind. Ganz toller Sieg heute von der Mannschaft. Großes Kompliment an die alten Spieler, die beiden neuen wirklich top aufgenommen haben. Das ist nicht leicht, zwei neue aufzunehmen, die ja auch ihre Rolle im Team haben werden und da so positiv ranzugehen wie unsere Jungs. Aber auch ein Kompliment an die beiden Neuen, die sich sofort eingefunden haben in die Mannschaft. Und ich glaube, das hat man noch auf dem Feld gesehen. Da waren keine Abstimmungsprobleme. Wir haben die letzten zwei Tage sehr intensiv daran gearbeitet, an allem, was wir bisher gemacht haben. Und das haben die Jungs super umgesetzt, gefightet bis zum Ende, Freiwürfe reingemacht bis zum Ende, gewonnen. Der Thorsten Leibnert sprach gerade in der Pressekonferenz, in der offiziellen Pressekonferenz davon, dass die Merlins mehr gewinnen wollten. Wie kriegt man sowas in ein Team rein? Spielt da der Derby-Gedanke wirklich eine Rolle bei einer Mannschaft? Klar, das sind ja alles eingeborene Kreuzheimer und eingeborene Ulmer, die da gegeneinander spielen. Natürlich, die Spieler kriegen das mit von der Atmosphäre. Es wird natürlich auch mal dezent erwähnt. Aber ich glaube, die Spieler wollen im Endeffekt immer gewinnen. Und ich glaube, das hat man auch gegen Bonn hier gesehen. Das hat man auch gegen Berlin gesehen. Und das sind beides keine Derbys. Die Jungs dieses Jahr gehen echt raus und wollen das Spiel gewinnen. So, wir sind vielleicht noch momentan noch nicht die smarteste Mannschaft in der Liga. Aber der Kampfgeist stimmt. Und wenn mal irgendwas schief läuft, dann fighten die füreinander und wollen das Ding holen. Das kann man jetzt natürlich dann auf das Derby zurückschieben, aber ich glaube, das ist nicht alles, das ist einfach eine grundsätzliche Mentalität. Die hat man oder die hat man nicht und bisher haben wir es sehr gut. Viel Spaß. Jetzt sprachst du gerade, dass das Team, die beiden neuen, Chap und Eli, sehr, sehr gut aufgenommen haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle es mir für den Spieler extrem schwer vor, in drei Tagen die Spielsysteme zu kennen. Oder kann man da einfach bei einem Adam Chap auf seine Intuition vertrauen und die Erfahrung? Ich glaube einfach, die sind beide ganz smart. Also da war jetzt nicht gleich viele Fragen, die aufkommen, sondern es sind mehr Details, die dann gemacht werden müssen. Beide Spieler wissen halt, was sind die Grundzüge, warum machen wir das? Und dann musst du nur noch irgendwann in der Abstimmung arbeiten. So, einige Menschen haben mehr Talent, Fremdsprachen zu lernen, einige weniger. Das liegt jetzt nicht daran, dass der eine es nicht kann oder will, sondern es fällt einfach einigen Leuten leichter. Und das sind, glaube ich, zwei, die da sehr schnell reingefunden haben, die aber natürlich auch, wie Adam natürlich vor allem, sehr lange schon Basketball spielen, alles schon gesehen haben. Es sind ja auch keine Sachen, die wir neu erfinden, sondern es geht einfach nur darum, warum tun wir dies in dem Moment. Und das versteht er sehr, sehr schnell und weiß halt, worauf es ankommt. Also er kann auch durchaus in Kreisheim noch zu einem weiteren Führungsspieler wachsen. Man kann nicht genug Führungsspieler haben, ja. Na dann, lass uns einen Blick auf nächste Woche werfen. Es geht nach Tübingen. Ich denke, ein paar von Ihnen werden auf jeden Fall mitfahren. Es lohnt sich. Was erwartet uns in Tübingen? Kein einfaches Spiel. Also da muss bitte jeder von diesem Gedanken wegkommen, dass, weil wir jetzt Ulm geschlagen haben oder Bonn, dass jetzt einige Spiele zum Selbsternamen werden würden. Das wird ein ganz hartes Spiel. Das sind zwei Mannschaften, die werden von den anderen Teams unten angesiedelt. Umso wichtiger ist so ein Sieg in so einem Spiel dann auch. Deswegen dürfen wir keinen Gang zurückschalten. Wir müssen daran arbeiten, dass die Jungs weiter integriert werden, die Neuen, dass wir da eine noch bessere Abstimmung finden, dass wir unseren Kampfgeist dabei behalten. Und genau das brauchen wir, wenn wir da bestehen wollen. Denn sonst können wir uns für den Sieg heute nichts kaufen. Wir müssen weiter Schritt für Schritt nach vorne dabei gehen. Und dann sehen wir, wo die Reise am Ende hingeht.
die Mörlitz auf einem guten Weg mit dem Derby-Siege heute. Nächste Woche dann gegen die Water Tigers in Tübingen. Und dann sehen wir uns wieder am 31.10. Wenn es gegen Gießen geht, da bitte dran denken, das Spiel wurde vorverlegt auf 18.30 Uhr. Das heißt, bitte rechtzeitig da sein, dass wir hier einfach auch gegen Gießen ein schönes Spiel haben mit einer richtig tollen Atmosphäre. Da einfach nochmal ein riesen Kompliment an Sie heute. Die Stimmung, die wir in der Arena Hohenlohe haben, war heute definitiv eines Derbys würdig. Von daher, morgen eine erfolgreiche Arbeitswoche bis zum Halloween-Spiel. Tschüss. Ciao.